Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Immortal Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge haben wir das Hera-Rätsel oder Lyra-Rätsel gelöst. Das mit dem Klettern geht mir manchmal auf den Nerv, ne? Nun wollen wir weitermachen und ja, wir haben es halt gelöst, ne? Was soll ich sagen? Jetzt rennen wir hier noch mal ein bisschen durch, denn jetzt wollen wir weiter ins nächste Gebiet. Ey, das die Ausdauer, ne? Scheiße. Na egal, wir machen aber jetzt wieder voll. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich in diesem Spiel level, aber ich glaube halt gar nicht. Ich glaube, die Dinger bringen mir auch nur was. Nice. Sehr nice. So, wir wollen jetzt mal vorbeirennen, weil sonst kotzt es mich an. Goldbären-Ember. Bernstein. Nimm ich gerne mit. Ah, so kann man da auch weggehen. Adios. Ich weiß auch gar nicht, wofür brauche ich die anderen Sachen? Verbessern? Helm und Rüstung verbessert? Okay. Okay, das ist nice. So, nun geht's hier weiter. Phoenix sah, dass Typhonscharen den Fremden in die Ecke gedrängt hatten. Es gab kein Entkommen. Ihre bisher größte Schlacht stand bevor. Oh, ich hoffe, der Fremde stirbt. Das ist Apollo vermutlich, ne? Oder Hermes. Es ist vorbei. Du kannst rauskommen. Nein, danke. Kein Interesse. Sei ganz unbesorgt. Wenn ich dich verletzen wollte, könnte ich auch einfach zu dir rüberkommen und dich dort abstechen. Wohl wahr. Gut, das ist Hermes. Dann wage ich es. Phoenix. Interessanter Name. Danke für die Hilfe, Phoenix. Schicke Armschienen. Danke. Ich bin auf dem Weg zum Tempel des Apollon, um das Orakel aufzusuchen. Ich auch.
gleich da drüben. Oh, toll. Ich kann jede Hilfe gut gebrauchen. Wir sollten zusammen... Hey, wo bist du hin? Meine Armschienen. Dieser kleine Dieb. Ich habe dich gerettet. Boah, der Assi. Ich weiß, wie du dich fühlst. Man tut einfach alles für sie und dann verraten sie einen. Was soll denn das? Wer baut denn so einen Eingang? Ein Zirkusartist? Ein Magier? Keine Ahnung. Sind die Sterblichen nicht entzückend? Komm näher. Tritt in das Licht. Die Mysterien, die ich zu bieten habe, sind so unzählbar wie die Sandkörner, die die Erde bedecken. Wie lautet deine Frage? O weises Orakel, wie mache ich den Fluch rückgängig, der alle in Stein verwandelt hat? Puh, also das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Na gut, dann... Wie bekomme ich meine Armschienen zurück? Ah, ein weiteres Mysterium. Ja, deshalb komme ich zu dir, dem Orakel. Ah ja, nun, was das angeht. Ich bin nur der Priester. Das Orakel wurde zu Stein verwandelt. Aber dieser Rauch hier ist ziemlich speziell. Glaubst du, der Sand heißt Sand, weil er zwischen der See und dem Land liegt? Hast du einen kleinen Kerl mit goldenem Haar gesehen? Nein? Dann gehe ich jetzt. Was ist so lustig? Du hast gesagt, du gehst, aber du bist immer noch da. Mein Bruder wurde in Stein verwandelt und ich kann ihn nicht retten. Der eine, dem ich helfen wollte, hat mich beklaut. Und alles, was du kannst, ist lachen. Boah, das ist alles wahr. Bist du das Orakel? Oh, könntest du mir auf dem Weg etwas mitbringen? Ich verhungere. Der Vater, den du kennst, ist nicht von deinem Blut. Zum Sieg führt ein gekrönter Berg. In lockiger Flut, dem Untier dürstet es nach den göttlichen Makeln. Heldenmut reißt sie dem Biest aus den Tentakeln. Der geflügelte Bote hilft auf in die Schlacht, auf das bald jeder aus der Verwandlung erwacht. Herde der Sturmsee, Schmiedefeuer entflammt, weißes Kind überzeugt. Jeder leichter Verstand, ältestes Kind der Thetis, den Vater zum Hohne, kühn in die Höhe, ein Zuhause zum Lohne. Wow, das nenne ich mal eine Prophezeiung. Was denn? Ist es nicht seltsam, dass es auch Weissagung heißt und ich gar nicht weiß, was ich sagte? Halt! Dieb! Nimm deine Armschienen zurück. Wo du hingehst, wirst du sie brauchen. Komm mit mir. Nein. Gut, es tut mir leid, dass ich dich beklaut habe. Manchmal kann ich nicht anders. Das ist ein Problem. Also, wieder gut? Nicht mal ansatzweise. Ich brauchte eine Gabe für das Orakel. Ich dachte, du wärst ein Niemand und mochte deine Nase nicht. Aber das liegt jetzt hinter uns. Wir müssen los. Du mochtest meine... Ja. Wir haben nicht viel Zeit. Er wird bald hier sein. Wer?
Ich habe genau das Richtige, um dich zur Hauptinsel zu bringen. Wo sind diese Flügel? Die hier? Wer ist hier der Dieb, hm? Guck nicht so süffisant. Sie würden ohnehin noch nicht fliegen. Du musst das fehlende Teil finden. Was meinst du mit fliegen? Konzentrier dich. Danach brauchen wir auch noch einen Krug von Aiolos. Ist er da drin? Ich beginne mit den Vorbereitungen. Wir treffen uns am Observatorium, wenn du den Krug hast. Ich verstehe nicht. Du schwebst in großer Gefahr. Lass mich dir helfen. Ja, schön. Aber du hattest gesagt, dass... Ist wieder weg. Und weg ist er. Hermes halt. Na gut. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um da durchzukommen. Ja, jetzt habe ich meinen Abschied wieder. Der Asi. Nice. Juhu, neues Rätsel. Gesundheit, deine Gesundheit repräsentiert. Und das Ding ist, ich bin ja immer noch im Tutorial irgendwie, ne? Ich konnte meine Ressourcen gar nicht ausgeben, die kommen doch erst später. Der labyrinthartige Pfad vor ihr schien beängstigend, doch das Licht der Sterne wies Phoenix den Weg. Jetzt wissen wir, wo Kissen hingehen, um zu sterben. Okay, werfen ist nicht. Dann halt auf die alte, bekannte Weise. Nein, ich hätte springen müssen. Ich hätte das sprinten müssen. Wie nervtönend. Mann, scheiß Kameraführung. Jetzt bin ich runtergefallen wegen der Dreckskameraführung. Mann, ey. Yeah!
Neu-Olympias. Schaden gegen unverwundbare Gegner. Schaden mit der Axt. Okay. Das ist halt, das andere ist halt gut für Sneak-Angriffe. Passt schon. So, ich hab's ja schon. So. Ich hab keine Zeit. Ich hab noch ganze 4 Minuten Zeit. Wirkt machbar. Und ich muss noch auf die den Tempel klettern, weil da noch Ambrosia drauf ist. Das darf ich auch nicht vergessen. Ich mag diese Bügel echt. So goddamn easy. Als Phönix durch die Unterwelt streifte, kreisten ihre Gedanken um ihre Eltern. Waren sie sicher in Argos? Waren sie auch versteinert worden? Phönix verspürte das starke Bedürfnis. Plötzlich ein Riesenmonster. Ja, moin, Bosskampf. Es war gigantopisch, doch Phönix lachte. Komm zu Mama, Kleid. Nein! Du willst also tanzen, ja? Bist du süß? Das süße kleine Monster war ganz verspielt. Genau, was Phönix brauchte, um sich von ihren Sorgen abzulenken. Es war ein Geschenk des Olymp, das sie für immer in ihr verletzliches und doch immer größer werdendes Herz schließen würde. Na gut, wie du willst. Aber wenn ich kotzen muss, bist du schuld. Phönix war bereit, sich dem Monster zu stellen. Es griff an. Easy. Ich bin fast da, Menschlein. Wir haben so vieles zu bereden. Wer oder was du auch bist, du machst mir keine Angst.
Ja, doch, irgendwie ja schon, ne? Ein Krug. Nice. Moment. Als der Dieb Aiolos Krug sagte, dachte ich an einen Krug mit dem Gott der Winde darauf, nicht mit dem Gott der Winde darin. Wie soll denn Wind in ein so kleines Gefäß passen? Das ist unmöglich. Ja, jetzt haben wir Wind. Und ich kenne den Krug. Da ist so ein Sturmwind drin. Und einsammeln, nächster Blitz. Jetzt haben wir drei, ne? Okay, das ist eigentlich. Also. Nice. Ich absorbiere die Kräfte der Götter und mache sie zu meinen eigenen. Ich hoffe, es gibt ja auch so ein böses Ende, dass ich den Olymp übernehme. Aber ich bezweifle es. Meine Ladezeit sind zu niedrig, um hier das zu genießen. Nice. Easy. Und hier müsste ich jetzt eigentlich das beenden. Die Frage ist, wie komme ich hier oben drauf? Na, vielleicht von da an aus. Was ist denn hier? Wo ist denn das Observatorium? Ah, das ist das Observatorium. Ah, okay. Hier sind noch überall blaue Pilze. Als Phönix ihre Reise fortsetzte, fragte sie sich, ob die Sterne eines Tages auch ihre Geschichte erzählen würden. Es meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht. Fast als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht? Mein Gott, nerven die. Du kannst die Sterne nicht lösen. Die Sterne lösen dich. Zumindest hat mir das eine Seherin namens Clea mal erzählt. Ich verrate dir nicht, was danach geschah, aber die Sterne leuchteten hell. Sie klaute dein Geld. Das hat sie, ja.
aber dafür verwandelte ich sie in eine Bäre. Alles in allem ein guter Abend. Hier ist das Observatorium. Ist brüchig. Ob es einen Weg gibt, sie zu durchbrechen? Ich muss von der anderen Seite schieben. Ja, okay, und wie schiebe ich von der anderen Seite? Okay, manche Rätsel bin ich echt blöd für. Ich muss da was gegenwerfen, aber wie kriege ich das überhaupt auf? Okay, ich bin wieder blöd, ey. Mann, ich dachte, das war ein Easy-Rätsel. Aber hey, hier beende ich dann die Folge und in der nächsten Folge geht es dann mit der Hauptquest weiter und wie ich hier ein paar der Rätsel löse. Ja, ne, das wird eine Frage, wie ich das machen werde. Weiß ich jetzt noch nicht ganz so genau, aber vielleicht weiß ich später. Ich bedanke mich fürs Zusehen und man sieht dann morgen in der nächsten Folge wieder. Also bleibt gespannt, wenn es mit der Hauptsache weitergeht. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen, Kommentare oder Lösungstipps habt, schreibt gerne in die Kommentare und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.